Also in der Lackremise haben wir hier die große Freude, eine etwas spezielle und auch eine etwas gewagte Ausstellung zu haben mit Birgit Werres, einer der bekannten deutschen Plastikerinnen in Diskurs mit der Sammlung von Rolf Ricci, daher auch der Titel Let's Play It, Rolf. Ja, normalerweise zeigt man in einer Einzelausstellung ja die eigenen Werke. Und Birgit war, das war mein Vorschlag, daran interessiert, den Kontext, woher sie kommt, welche Kunstschaffenden für sie wichtig sind, was sie am prozessualen Bereich der Kunst interessiert. Ich habe mehrere Tanks schon verwendet, ne? Die immer wieder mal als Objekt, als Form interessant gefunden und habe diese hier gefunden bei Freunden, die einen alten Hof gekauft haben. Ja, und das sind dann manchmal so Orte und Glückszufälle, wo man diese Dinge entdecken kann. Und mich haben sie sofort begeistert, weil ich noch nie eine solche Ausbuchtung und Form gesehen habe, ne, an Tanks. Und bin dann weiter vorgegangen, habe sie in verschiedenen Positionen, das ist eigentlich das Übliche, auch wie ich arbeite, dass ich im Atelier schaue, was interessiert mich genau an der Form, wie kann ich damit umgehen, und habe hier mich entschlossen, sie mit Licht zu füllen. Und durch das Licht entsteht nochmal ein ganz eigener Körper. Und was besonders toll ist hier in der Lockremise, ist natürlich die fantastische Fensterfront, sodass gerade wenn es dunkel wird, zwei Leuchtobjekte im Raum zu sehen sind. Rolf Ricci ist der Galerist von Birgit Werres. Er hat 6 oder 7 Ausstellungen mit ihr realisiert und hat sie in ihrer Entwicklung stark begleitet. Und natürlich sind die Künstler, die in der Galerie von Rolf Ricci seinerzeit ausgestellt haben, ein Orientierungspunkt auch für jüngere Künstler gewesen, weil sie gehörte zu den Jüngsten, die bei ihm das Privileg hat, ausstellen zu können. Ein Teil meiner Sammlung ist ja hier in dem Museum, Kunstmuseum St. Gallen beheimatet. Dabei auch schon Birgit Werres Arbeiten. Ich habe immer, wenn ich einen Künstler besucht habe, sofort ein Stück gekauft. Und so fühle ich mich hier zu Hause. Ich muss sagen, es ist ein Moment, wie er nicht schöner sein kann für mich, hier in der Lockremise so auszustellen, in dieser Familie, mit der ich eigentlich groß geworden bin.